In diesem letzten Teil der Serie gebe ich dir jetzt wie versprochen ein paar Anregungen, wie du zu den Inhalten kommst, damit es wirklich dein bester Lebenslauf für deinen Traumjob wird. Wo bekommst du die Inhalte her? Welche Botschaften kannst du einarbeiten? Was schreibst du für welche Position? Was lässt du lieber weg? Wie schreibst du es? Wie sorgst du dafür, dass deine Botschaft möglichst eindeutig ankommt? Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Kann es ja auch gar nicht geben, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind und total verschiedene Lebensläufe haben. Aber es gibt, aus meiner Sicht, doch einen gemeinsamen Ansatz, der alle meine Klienten sicher zu ihren ganz individuellen Antworten gebracht hat. Und dieser Ansatz ist die persönliche Klarheit. Die Klarheit darüber, wer du bist. Die Klarheit über deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, deine Stärken, deine Herausforderungen im Leben, deine Verbesserungspotenziale, deine Wünsche und Ziele. Bei deinem besten Lebenslauf geht es um dich. Dieses Dokument repräsentiert dich und ist vermutlich in vielen Fällen der erste Kontakt zwischen dir und deinem potenziellen Chef. Und als zukünftiger Chef oder Arbeitgeber würde ich dich ziemlich früh im Bewerbungsprozess fragen: Wer bist du eigentlich? Sobald du auf diese Frage mehr Klarheit hast, bist du also klar im Vorteil. Bei der Erstellung des Lebenslaufes, beim Texten des Motivationsschreibens und nicht zuletzt auch im Bewerbungsgespräch. Die folgende Arbeit mache ich deshalb mit eigentlich allen Klienten, die zu mir ins Bewerbungscoaching kommen. So etwa eine Stunde bis eineinhalb dauert das, wenn die Klienten da angeleitet werden. Und diese Zeit lohnt sich absolut. Ein kleiner Rückblick. Dieses Bild habe ich dir schon mal im ersten Teil dieses Tutorials gezeigt. Zur Erinnerung, nach der Form, zu der ich in den ersten 7 Teilen viele Tipps und Hinweise gegeben habe, ist der Inhalt deines Lebenslaufes die 2. entscheidende Stufe. Also das, was du bisher gemacht hast, wie du bist, was dich auszeichnet und auch, wie du das alles beschreibst. Kurz gesagt, nachdem du durch die gute Form deines besten Lebenslaufes den Personalentscheider überzeugt hast, deine Bewerbung zu lesen, entscheidet die Passung der Inhalte darüber, ob du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und damit die Chance auf den Job hast. Und hier hast du jede Menge Möglichkeiten, dich im besten Licht zu zeigen. Schon allein, wenn du die hier folgenden allgemeinen Tipps und natürlich die aus den ersten Teilen über die bestmögliche äußere Form berücksichtigst. Individuelle Fragen hierzu kannst du gerne in die Kommentare stellen oder mir über meine Webseite eine persönliche Mail schreiben. Bevor es richtig losgeht, noch ein Tipp. Wenn du magst, kannst du dir die wichtigsten Folien zu diesem Tutorial über meine Internetseite herunterladen. Auch die, die ich jetzt im Folgenden erarbeite. Ich zeige dir jetzt ein paar zentrale Schritte aus einem Prozess, den ich mit fast allen meinen Klienten im Bewerbungscoaching mache. Was ich dir hier präsentiere, ist ein Ausschnitt aus den sogenannten logischen Ebenen von Robert Dilts. Diesen kannst du gut nachmachen, du solltest dafür mindestens 1,5 Stunden Ruhe haben, lieber 2 Stunden. Und zwar beginnst du damit, dass du zunächst einmal auf einem frischen, leeren Blatt alles beschreibst, was dir zu deinem Traumjob an Rahmenbedingungen einfällt. Möglichst so genau, dass du auch einen Film darüber drehen könntest. Also, wo genau ist dein Traumjob? In der Stadt oder auf dem Land? Machst du Außendienst oder Innendienst? Hast du Kundenkontakt? Bist du in einem Team oder Einzelkämpfer? Tauschst du dich viel mit anderen aus oder arbeitest du eher still vor dich hin? Kommunizierst du viel? Hast du vielleicht Mitarbeiter? Personalverantwortung? Wie sieht der Raum aus, in dem du arbeitest? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Welche Geräusche hörst du? Und vielleicht sogar, wie riecht es dort? Alles, was dir einfällt.
Und wie gesagt, möglichst genau. Auch andere Randbedingungen, wenn die für dich wichtig sind. Zum Beispiel Unternehmensgröße, Chefin oder Chef. Und was dir sonst noch so ein- und auffällt oder wichtig erscheint. Du darfst auch Dinge aufschreiben, die auf keinen Fall sein sollten. Durch dieses Ausschlussprinzip findest du dann bitte möglichst das, worum es dir geht, was dir wichtig ist, und schreibst das auf. Das Blatt mit dieser Beschreibung der Rahmenbedingungen deines Traumjobs legst du dann in einiger Entfernung von dir ab. Auf einem nächsten leeren Blatt beschreibst du dann dein Verhalten dort. Also, was du da genau machst. Natürlich sowohl deine Arbeit als auch dein Sozialleben. Wieder so genau wie möglich. Wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus? Was machst du den ganzen Tag? Sitzt du viel am Computer oder bist du viel draußen? Wie verhältst du dich? Welche Tätigkeiten verrichtest du? Was passiert um dich herum? Wie bewegst du dich? Wie nutzt du deinen Intellekt? Wie verhältst du dich Kollegen gegenüber, Mitarbeitern, Kunden oder dem Chef oder der Chefin? Dieses Blatt legst du dann etwas näher bei dir ab. Neues Blatt, neue Betrachtungsebene, deine Fähigkeiten und Kompetenzen. Welche deiner Fähigkeiten nutzt du, um deine Arbeit zu erledigen oder das zu tun, was du da machst? Welche Fähigkeiten besitzt du dafür bereits? Welche Fähigkeiten fehlen dir vielleicht noch? Wieder dieses Blatt ein Stückchen näher bei dir ablegen. Neues Blatt, neue Betrachtungsebene. Deine Werte und Überzeugungen. Aufgrund welcher deiner Werte und Überzeugungen machst du diese Arbeit so, wie du es tust? Was ist dir wichtig? Was motiviert dich? Was demotiviert dich? An was glaubst du? Was glaubst du hier über dich und über andere? Wieder ein Stückchen näher bei dir ablegen. Neues Blatt, neue Betrachtungsebene. Wer bist du? Deine Identität. Was bedeutet das? Genau dieser Job, genau dieser Beruf, genau diese Tätigkeiten, genau dieser Arbeitsplatz, genau dieser Chef, diese Chefin, genau dieses Team. Was bedeutet das für dich? Was hat das mit dir zu tun? Wie ist dein Bild von dir selbst? Wer bist du? Auch dieses Blatt wieder ein bisschen näher bei dir ablegen. Nächstes Blatt, nächste Betrachtungsebene. Gibt es vielleicht einen höheren Sinn, einen Plan, eine Mission, die du da mit diesem Job verfolgst? Was ist das größere Ziel dieser Arbeit für dich? Wozu ist es gut, dass du es so machst, wie du es tust? Auch dieses Blatt wieder ein bisschen näher bei dir ablegen. Und jetzt kannst du von dieser Warte aus auch noch einmal die anderen Blätter anschauen. Stufe für Stufe, Ebene für Ebene und die Zusammenhänge. Vielleicht fällt dir noch was ein? Vielleicht ergibt sich durch dieses Gesamtbild noch ein größeres Bild, noch mehr Sinn, noch mehr Plan. Wie gesagt, wenn ich das mit einem Klienten im Coaching durchgehe, dauert der gesamte Prozess so etwa eine Stunde, manchmal länger. Wenn du das alleine machst, kann das durchaus länger sein. Und auch wenn das hier nur ein Auszug des Prozesses ist, kürzer als eine Stunde sollte es nicht sein. Zum Abschluss dieses Teils noch ein paar Tipps für Menschen, die sich ganz neu orientieren oder komplett umorientieren wollen. Vielleicht, weil sie eine riesige Sehnsucht nach etwas verspüren und vielleicht selbst noch nicht mal genau wissen, wonach eigentlich. Deshalb habe ich ein solches Ziel auch Sehnsuchtsziel genannt. Im Folgenden beziehe ich es, weil es hier um Bewerbungen geht, natürlich auf Arbeit und Geld verdienen. Durch bessere Fragen zum besseren Job und Leben steht im Untertitel.
Denn ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, die einerseits dir noch klarer machen, was für dich wichtig ist und auch dadurch andererseits wirklich weiterhelfen, dein Sehnsuchtsziel zu erreichen. Und dir dadurch auch dabei weiterhelfen, was du wie in deinem besten Lebenslauf schreiben und beschreiben kannst und im Bewerbungsgespräch sagen. Auch für diese Fragen solltest du dir auf alle Fälle genügend Zeit nehmen. Gerne pro Frage eine Stunde oder länger. Oder über mehrere Tage verteilt immer mal wieder eine Viertelstunde. Du kannst deine Antworten auch zum Beispiel in einer Mindmap erarbeiten. Die erste Frage ist eine meiner Lieblingsfragen bei Coaching in solchen Lebenslagen. Stell dir bitte folgende Frage. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich damit, also mit dem, was ich dann tue, auf alle Fälle erfolgreich bin und auf keinen Fall scheitern kann? Oder andersrum formuliert, wenn ich wüsste, dass ich mit X auf alle Fälle erfolgreich wäre und keinesfalls versagen könnte, dann würde ich X machen. Und dieses X kann natürlich alles Mögliche sein. Ein Buch schreiben beispielsweise. Ein professioneller Partyveranstalter werden. Einen Laden für Angelbedarf aufmachen. In meinem Unternehmen in den Vorstand kommen oder Vorstandsvorsitzender werden. Oder Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler oder. Wie gesagt, du kannst die Antwort für dich auch in einer Mindmap erarbeiten. Also aufschreiben, was du gerne machst, was du vielleicht besonders gut kannst, wo du arbeiten willst, was du vielleicht noch lernen möchtest oder solltest, welche Jobs da überhaupt für dich in Frage kommen, welche Kriterien diese Jobs für dich erfüllen müssen, welche Kriterien ein Arbeitgeber für dich erfüllen sollte und. Und mit der Antwort, die dann da ganz am Ende für dich herauskommt, kannst du beispielsweise auch die logischen Ebenen durchgehen, also das mit den unterschiedlichen Blättern von gerade eben. Eine zweite Frage, die ich für sehr nützlich halte, wenn es um Veränderungen geht, die du dir stellen kannst. Wenn ich 5, 10 oder 20 Jahre so weitermache, wo bin ich dann angelangt? Aufschreiben. Bei der nächsten guten Frage tust du einen Moment lang so, als hättest du den erstrebenswerten Zustand bereits erreicht und schaust dich dort um. Die passende Frage dazu lautet: Was hätte sich in meinem Leben jetzt schon verändert, wenn ich mein Sehnsuchtsziel bereits erreicht hätte? Also wenn du jetzt bereits deinen Traumjob hättest. Und zum Schluss noch eine gute Frage, die einerseits hilft, etwas mehr Systematik in deine Zielplanung zu bringen und andererseits mehr Konkretheit schafft. Was benötige ich, um mein Ziel zu erreichen? Schreib bitte auch hier alles auf und markiere dann, was du bereits hast und was du noch schaffen musst. So, hier siehst du die vier guten Fragen noch einmal im Überblick. Auch diese Folie findest du zum Download über meine Webseite. Den Link dahin findest du in den Kommentaren. Und dann bleibe ich noch einen Augenblick länger beim Thema Fragen. Solltest du spezielle Fragen haben oder Anregungen, dann stell die gerne auch in die Kommentare. Oder schreib mir direkt über meine Webseite. Und natürlich freue ich mich über Likes. Meine grundsätzliche Empfehlung an dich ist, dass du auf alle Fälle die logischen Ebenen von Robert Dills machst, bevor du dich um einen neuen Job bewirbst. Das bringt dir viel Klarheit und macht deine Bewerbung noch besser. Auf den Antworten aufbauend, die du damit für dich erarbeitet hast, kannst du dann nämlich deinen besten Lebenslauf gestalten. Wie du das am besten machst, erkläre ich dir in den ersten 7 Teilen dieser kleinen Serie. Jetzt interessieren mich deine Erfahrungen. Was hat sich bei dir bewährt? Hast du einen besonders wertvollen Tipp, den du hier teilen möchtest? Oder bist du der Meinung, ich hätte einen wichtigen Punkt vergessen? Hinterlasse gerne einen Kommentar. Bei Gelegenheit greife ich das dann gerne auf.
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ich dich die 8 Folgen lang begleiten durfte.